Hallo und herzlich willkommen bei Split Second Velocity. Und scheiße, man hört mich überhaupt nicht. Hallo, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge Split Second Velocity. Und wir fangen gleich an mit der Folge Wassermarsch. In der heutigen actiongeladenen Folge regnet es Feuer vom Himmel, denn es kommt der Luftangriff. Wahnsinn! So, und da wählen wir doch gleich erstmal die erste Folge aus. Ich habe schon wieder verpasst, was das für eine Art von Rennen ist. Und wo, hey, ich habe neue Wagen. Welchen nehme ich denn? Das ist ja, die sind ja schon geil. Okay. Ich bleibe bei... Ist der besser als der andere? Kann der driften? Mag der das? Ach komm, nehmen wir einfach den, der sieht dick aus, ne? Ändern wir noch kurz die Farbe. Mit Tab kann man das machen. Auf eine bisschen sonnige Farbe, ein Kontrast zu diesem winterreichen Wetter, was ihr natürlich im Spiel nicht sehen könnt. Denn es ist ausnahmsweise mal wieder in NRW Schnee gefallen. Ne? Kommt nicht allzu oft vor. Und da sind wir wieder direkt dabei, hier zu fahren. Hey, und mir fällt auf, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich das Spiel länger nicht mehr gespielt habe. Also ich bin direkt wieder drin. Aber ich wurde ja auch leider direkt wieder begrüßt von diesem Kommentator, der einem voll auf den Wecker geht, weil das, was der labert, ist, das hört sich extrem künstelt an. Momentan merkt man, dass die anderen mich überholen. Das liegt einfach daran, dass die schneller fahren können als ich. Ich habe hier auch Beschleunigung gemacht, dass ich schnell wieder aus den Kurven rauskomme. Da war ich. Okay, fahren wir weiter. Na, den schauen wir jetzt nicht aus. Das ist mir zu riskant. Ich weiß nicht, was dann kommt. Ach, der kriegt halt selber eine Fresse und das ist ja wohl nicht der Sinn der Sache. Ei, da hätte ich doch fast was mitbekommen. Darf ich da noch drauf? Ich wäre ja echt... Boah. Das war noch cool. Und ich habe gehört, der da vorne und der will unbedingt kassieren. Wollen wir mal testen. Zack, da, der. Scheiße, dann doch nicht. Was ist denn da los? So, jetzt versuche ich zumindest im Windschatten von dieser blinden Pfeife da vorne zu fahren. Und ich habe es tatsächlich irgendwie hingekriegt. Entschuldigung, blind schleiche. Was haben wir denn da noch Schönes? Ah, hab ich immer glatt das Hinterteil weggesägt. Wenn das Ding jetzt einer zündet, ey, dann kriege ich ein Horn, weil man kann hier dieses schöne Schiff an der Seite, dem kann man sagen, hey, wow, 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 du darfst jetzt mal in meine Richtung fahren. Und dann fällst du mit dem Ding ins Wasser oder es zerdrückt dich oder irgendwie sowas in der Art. Und da habe ich nicht wirklich Lust drauf, ne? Weil ich will ja immer Erster werden, weil sonst bin ich voll Depri und man kann mich den ganzen Tag nicht gebrauchen. Da sind wir ganz leger dran vorbeigefahren. Ist ja nicht weiter schlimm hier. Das Ding da an der Seite kann man außerdem auch ausfahren. Ich habe jetzt hier leider noch nicht so viel Action, aber da wird sich im Laufe des Spieles wird sich das wahrscheinlich ändern, weil da die Gegner natürlich auch ein bisschen härter werden. Ich weiß allerdings nicht, ob sich hier, also anscheinend gleichen sich hier auch die Gegner nicht an, was manche gut finden werden und manche nicht. Jetzt zum Beispiel ist ja ein neues Need for Speed rausgekommen, leider noch nicht habe. Das heißt Need for Speed Hot Pursuit und, oder wie ich es auch gerne nenne, Hot Pursuit. Heißer Shit. Und das ist ja eigentlich schon ganz geil geworden, glaube ich. Muss ich vielleicht mal da auch mal ein Let's Play von, wenn ich das zu Weihnachten bekomme zum Beispiel. Oder zum Bleistift.
da ist das. Jetzt habe ich eigentlich. Warum? Ich laber die ganze Zeit, laber ich über. Hä? Was soll ich eigentlich sagen hier? Oh. Achso, genau. Hier, die, hier bei. Blitze. Splits and Velocity. Wow. Da ist das eher so, dass die Gegner immer stringent gleich viel können, und bei Hot Pursuit ist das, dass sie sich deinem Fahrgeschick angleichen. Das heißt, wenn da ein Außenstehender mal auf die Map guckt, dann kann das ganz gut sein, dass ich Zweiter. Ne, ich bin doch nur Erster geworden. Dann kann das ganz gut sein, dass ein Auto plötzlich, was ganz hinten fährt, wird ganz nach vorne hinter dich gesetzt, damit das so aussieht, als ob das dich wieder eingeholt hat, ja. Und die machen dann auch noch, und dann machen sie den Nitro-Boost an und überholen dich, damit das Rennen actionreich bleibt. Vielleicht hätten sie das bei Hot Pursuit auch machen sollen. Aber man soll sich ja am Anfang eigentlich einfahren, und da ich schon ganz gut, ich bewerte mich mal als guter Rennfahrer, ne, also hier im Computer, da wird das am Anfang, ist das ein bisschen, oh, da ist er wieder, Sternchen, 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 ich wurde Zweiter, scheiße. Na, das war jetzt eigentlich nicht der Sinn der Sache. Na gut, dann nehmen wir mal meinen neuen Wagen, weil den finde ich natürlich ganz gut. Also, der hat so einen ähnlichen Ford Mustang-Style, und da bin ich doch. Da kannst du mich fangen. Ja. Wow. Ja, da haben sie ein bisschen übertrieben, aber gut. Gefällt mir. Oh. Scheiße, das hab ich jetzt verpasst. Das bin ich doch aus. Na gut, mach ich das. Zack, da hat er ihn, und zack, da ist er kaputt, und zack, da kriegt er alles mit. Also ich bin ja, also von dem Style meiner Karre, bin ja schon so ein bisschen geil, ne? Da sagt mein Lachs sich doch, ne? Ja? Nein, okay. Bleiben wir mal wieder bei den wichtigen Sachen des Spiels. Also ich werde das jetzt mal provokativ nicht einsetzen, weil ich jetzt auf ein Monster Power Up hoffe, was ich euch demonstrieren darf. Ja, ich glaube, da kommt gleich eins. Das wird lustig. Haha, da ist er. Also da hinten kommt jetzt so ein Dampfschiff, ne? Das bewegt sich, ne? Ei, scheiße, jetzt habt ihr das nicht gesehen. Aber das fährt auf jeden Fall irgendwo rein, genau. Da hinten. Ja. Da habe ich jetzt die Strecke ein bisschen modifiziert, ne? So, das halt hier ein bisschen anders aussieht, ne? Darf ich jetzt mal ein bisschen in die Luft springen? Och, das hat die Beine überhaupt nicht interessiert. Na, wird mich auch nicht interessieren, ne? Hat die das jetzt interessiert? Was ich ja schade finde, also irgendwie habe ich es auf jeden Fall nicht so mitbekommen, dass irgend so ein Patch oder so rausgekommen ist, ne? Also den hat zerbröselt, das war schon mal klar. Ah, da hat er ihn. So, machen wir weiter. Lass mal durch den Rahmen, ja. Ei, da hat's mich aber fast zerrissen hier, ne? Oh, danke, da ist ist ein Serviceman hinter mir. Ja, der ist zu freundlich. Gut, hat er sich selber kaputt gemacht oder so ähnlich? Tut mir leid, ne, aber ich drifte sehr gerne. Batsch. Fliegt er wieder Kilometer.